Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen in unserer kleinen idyllischen Kolonie, die letztes Mal gar nicht so idyllisch war. Oh, eine Besuchergruppe, cool, von dem Meonbium. So, wir gucken mal kurz, was die haben. Ja, beim letzten Mal, da gab es nämlich ein bisschen Schlägerei bei uns. Jumper und Hooper haben sich geprügelt, die können sich scheinbar nicht leiden. Finde ich natürlich weniger schön. Oh, ein Syngan-Cowboy-Hut, auch nicht schlecht. Ein bisschen degradent, der Gute. Brandgeschosswerfer, okay, mit denen legen wir uns sowas von nicht an. Ich meine, haben wir sowieso nicht vor. Wir sind ja ein friedvolles Völkchen. Von daher, Alexei, was ist bei dir? Genau, der Parker, stimmt, den haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon in Auftrag gegeben. So, Jumper, was, wie schaut es bei dir aus? Ja, schlaf erstmal in Ruhe raus. Sah jemanden sterben, Blutlust. Oha, cool. Jawohl, und sie fängt direkt an, Bauteile herzustellen. Das ist doch super. Meistens verrottet. Oh nein. So, Alexei, du wirst dich wahrscheinlich gleich wieder der Holzarbeit widmen. Jawohl. Sonst macht's ja... Ach, guck an, das macht doch mal jemand. Schön. Finde ich super. Gut, dann darfst du ausnahmsweise mal wieder forschen und reinigen. So, die Besuchergruppe haut wieder ab. So, transportieren darfst du natürlich auch. Und weil da sonst irgendwie keiner Feldarbeit macht, darfst du das auch machen, denn die anderen... Also sagen wir so, Alexei, du bist schon eindeutig der mit einer der fleißigsten in Sachen Feldarbeit. Von daher... So, du darfst auch mal ein bisschen da mitarbeiten. Steht dir frei. So, wir schauen mal ganz kurz... Langstrecken-Mineralien-Scanner. Ja, der wäre natürlich sehr nett. Ich überlege gerade, orbitales Funkfeuer. Da könnten wir doch mal... So, wir stellen mal das orbitale Funkfeuer hier hin. Bauen wir wieder eins auf. Wir hatten ja vor längerer Zeit schon mal eins, aber das hat nicht sonderlich gut geklappt. Moment, macht das überhaupt Sinn, da hinzustellen? Da brechen wir mal ab. Ja, es muss ja eigentlich im Lagerraum sein, weil man muss doch, wenn man die Sachen vertickt, muss man die doch immer in der Nähe des orbitalen Funkfeuers haben, richtig? Also korrigiert mich, wenn ich mich da irre. So. Dann machen wir das einfach mal so. Es wird schon passen. Eine Vorratskapsel ist aufgeschlagen. Und wir haben ein bisschen Labradorfleisch und ein paar Batzen Stahlschlacke Brocken. Das finde ich super. Ich mag Stahlschlacke. Also nicht zum Essen, sondern, ne, ihr wisst, was ich meine. Ich überlege aber, ob wir gerade mal den Alexei vielleicht mal ein bisschen putzen lassen, weil irgendwie sieht es hier wieder überall aus wie die Sau und keiner fühlt sich genötigt, da mal ein bisschen sauber zu machen. So, dir geht es auch gerade nicht so gut. So, dann mach doch mal ein bisschen sauber hier. Das tut doch bestimmt schon mal gut. Oder auch nicht. Unschuldiger Gefangener gestorben. Abscheuliche Umgebung. Leichte Schmerzen. Okay, was hast du denn? Eine Kratznarbe. Weißt du was dann? Okay, du bist nicht, das zählt nicht als Verletzung. Na gut. Ja, vielleicht hätten wir ja auch mal eine Stromleitung hinlegen sollen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so die schlechteste Idee gewesen. So. Hingepackt. Das brechen wir mal ab. Haben wir hier noch eine Aufgabe, die löschen wir mal. So, womit sich mal wieder die Frage stellt. Orbitales Funkfeuer. Jetzt die große Quizfrage, wie können wir hier handeln? Wir sind auf... Oh, sehr geil, komprimierte Bauteile. Ja, sehr schön. Dann mal her damit. Die ziehe ich mir gern mal rein. Vielleicht sind dahinter ja noch mehr. Och, das wäre schön. Das wäre so schön. Komm, sind dahinter noch mehr? Bitte, 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 bitte. Ja, sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Coole Sache. Ja, da hat sich das Durchbruch ja doch gelohnt. So, Jumper, warum brichst du fast zusammen?
Finde ich ja gar nicht mehr so gut. Hässliche Umgebung und es ist heiß. Hm. Ungemütlich ist es auch noch. Super. Ach, vor allem die hässliche Umgebung zieht dich gerade voll runter. Warte mal, Jumper, warum kannst du... Ne, du kannst tatsächlich nicht reinigen. Okay. Cool. Wie viel Grad haben wir denn hier drin? 27. Okay, wir müssen dringend mal hier die ganzen Klimaanlagen anwerfen. Nicht, dass wir uns alle noch wegschwitzen. So. Mach das mal bitte erst an. Genau, und futter ruhig was. Habe ein Haustier, Tango. Sehr schön. Da ist ja der gute Tango anscheinend. Bist du eigentlich gut trainiert? Na, Transporter müsstest du noch ein bisschen mehr trainieren, mein Lieber. Und du hast immer noch zerrissenen Kern. Warum? Hast du dir wieder eine Mütze auf? Ach, warum setzt du dir denn eine Mütze auf? So, und schon ist das Problem behoben. Du hast immer noch deinen Stoffparker, der ein bisschen zerfleddert ist. Warum? Gute Frage. Ich versuche nochmal eben, ob das jetzt hier rüber geht mit dem Handeln. Irgendwie, dass man... Nö, anscheinend nicht. Schade. Okay, falls jemand mal mir einen Tipp geben kann, wie das denn mit dem Handeln jetzt vernünftig geht, das wäre super. Irgendwie stehe ich gerade, wie schon beim letzten Mal, ein wenig auf dem Schlauch. Erlaubt Funkkontakt mit orbitalen Händlern, wie auch mit anderen Fraktionen zum Handeln und zur Diplomatie. So. Okay. Wir schauen mal kurz, wie stehen die Fraktionen zu uns? Mit den Hattetus sind wir ganz gut, darum lass uns die doch mal kontaktieren. Und gucken, ob wir mit denen handeln können. So. Begrüßt sie und fragt nach seinem Begehr. Oh, so viel kostet das. Wollen wir das mal machen? Ja, komm, wir fordern mal was an. Welche Art von Karawane? Ich würde sagen Großhändler. Gut, alles klar. Sehr schön. Das kostet uns jetzt leider einiges. Aber immerhin. So, Alexei, du machst hier Feldarbeit. Das ist schön. Ich überlege nur gerade, wisst ihr was? Ich glaube, weil es hier alles so dreckig ist wie die Sau, lassen wir Alexei jetzt mal ein bisschen putzen. Dass wir das ganze Blut hier weggewischt kriegen, dass auch nicht alle sich die ganze Zeit in so einer abscheulichen Umgebung befinden. Damit ist nämlich kein geholfen. Und ich sehe gerade, wir haben hier hinten noch gar keinen Weg. Ist ja schrecklich, ist das. So, wir haben doch relativ viel Stoff. Ne? Ach, 1700, ganz ehrlich. Da können wir nochmal hier noch ein bisschen Teppich legen. Hier machen wir mal einen grünen Teppich. Hier machen wir einen roten Teppich. Hier machen wir einen Cremeteppich. Und hier machen wir einen grauen Teppich. So, zack. Sieht das Ganze schon ein bisschen schicker aus. Alexei, wo bist du? Du bist fleißig am Putzen. Das finde ich super. Komisch, wer dir das wohl gesagt hat, dass du das machen sollst. Wahnsinn. So, wir könnten aber hier nochmal ein bisschen Licht vertragen. Das findet sie bestimmt dann auch ein bisschen schicker, so von Umgebung her. Mal bitte den Dreck da wegmachen. Ja, und dann machst du Buh, soll's ja auch ruhig. So, merkt man schon was von dem Teppich? Luxuriös, gemütlich und geräumiges Interieur. Schön, schön, ich schlafe auf Wolken. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich, wenn ihr euch alle wohlfühlt. So, wir sollten noch mal ein paar Batterien aufbauen. Oh, ein Hase wurde zahm. Sehr schön. Dann wollen wir den nochmal direkt trainieren, dass wir einen Kampfkanikel haben. So, du machst das Gras hoffentlich ein bisschen weg. Das wäre super. Wir müssen nochmal hier ein bisschen Pflanzen entfernen. So,
Und hier sollten wir auch mal irgendwas anderes anbauen. Wollen wir mal ein paar Bäume anbauen? Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Wofür braucht man Löwenzahn? Fruchtbarkeit oft als Unkraut angesehen. Sieht aber hübsch aus, sehr schön. Ach komm, wir bauen jetzt hier mal Palmen an. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ne? Warum hast du keinen Strom? Ach so, okay, klar, deswegen ist die Stromzufuhr unterbrochen. Wollte gerade sagen, dann bau doch erstmal was fertig hier. So, und schon haben wir hier wieder Saft auf der Spritze, das ist doch super. Schön, schön, schön. So, Alexei, wo bist du? Du putzt fleißig. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass bald die Handelskarawane hier ankommt. Damit wir da endlich mal ein bisschen Zeugs verticken können, weil unser Lager, das platzt ja aus allen Nähten. Und ich nimmt er uns auch irgendwas ab. Ich meine, gut, wir haben ja einen Großhändler geholt, ne? Von daher wird das schon passen, hoffe ich. Ein Puma. Wie intelligent bist du denn? Mittelmäßig, ja. Wäre schon eine Kampfsau, aber ich möchte nicht riskieren, dass beim 10. Versuch hier irgendwie Mist passiert. Deswegen möchte ich höchst ungern versuchen, dich zu zähmen, mein Lieber. So, wir haben jetzt hier... Na guck mal, erstmal hier noch ein bisschen sauber. So, dann darfst du was essen und ich würde sagen, dann darfst du auch mal wieder ein bisschen was transportieren. Die Batterie hat eine Störung. Ja, super. Fängt ja schon gut an. Toll. Ach, immer diese nervigen Batteriestörungen. Gut, das darf Hooper dann gleich erledigen. Würde ich zumindest mal sagen. Was machen eigentlich unsere Tiere? So, alle sind schon relativ gut im Training. Aber eben leider nur relativ. Müssen wir noch mal ein bisschen tätig werden. So, du futterst erstmal, hoffentlich fängst du dann mal an, Sachen zu schleppen. Ja gut, spiel ruhig erstmal oder gammel erstmal eine Runde rum. Ein bisschen musst du dich ja auch mal erholen, mein Lieber. Du kannst ja nicht nur wie ein Berserker arbeiten. So, da ist unser angeforderter Großhändler. Sehr schön. Dann handle doch mal bitte mit dem. Und guck, dass du möglichst viel Ware los wirst. So, Bauteile wurden produziert. Sehr schön. Oh, sehr gut. Der kauft uns sehr viel weg. So, zum Beispiel das ganze Biberleder hier. Der hat jetzt leider nur eine begrenzte Menge an Geld dabei. Heißt, er wird sich jetzt insoweit nicht rechnen. Aber die haben jede Menge zum Verkaufen. So. Das sind diese ganzen schlechten Klamotten hier, die wir von irgendwelchen Toten haben. Verkaufen wir mal. Was haben wir noch? Da den Parker. Die ganzen Mützen verkaufen wir. Sehr schön. Wollen wir hier noch was holen? Nee, ne? Also ich will aber gucken, dass wir natürlich möglichst viel von seinem Silber kriegen, weil wie gesagt, das war ja beim letzten Mal doch recht teuer. So, das Steinbockfell, das würde ich mal verkaufen. Wollen wir noch relativ viel von Muffalo-Leder? Kommt auch weg. Ja, wie viel von dieser Ware der Händler hat? Okay, alles klar, dann machen wir mal hier minus... Ja, minus 1000, das passt doch gut. Sind wir auf jeden Fall ein bisschen... Moment, Neutramin, das brauchen wir für Medizin, ne? Oh, sehr gut. So, wir gehen immer runter. Moment. So, dann können wir nämlich uns ein bisschen Töfte Medizin herstellen, würde ich sagen. So, leider nimmt er nicht unsere ganzen Waffen ab. Das ist schade. Aber gut, es gibt Schlimmeres. So! Auf jeden Fall einiges dazu bekommen. Ach, jetzt liegt das natürlich alles hier hinten. Sehr schön. Dann trag doch einmal bitte das Zeug rüber.
Stimmt, ich wollte ja eigentlich mir angewöhnen zu warten. Mit den ganzen Sachen. Also mit dem Handeln. So, aber unser Lager ist schön leer. Das finde ich super. So, Hiroshi, möchtest du nicht mal... Medizin herstellen? So, du schleppst da irgendwas hin. Wahrscheinlich ein totes Tier oder so. Ich würde sagen, bring erstmal die Bauteile rein. Weil wir haben nur noch ein Bauteil? Ach du Schreck. Dann wird aber mal Zeit, dass wir hier da was Neues holen. Von daher war das schon gar nicht so verkehrt. So, der Parker ist fertig genäht. Das finde ich super. Zack. Schon hat Alexia einen neuen Parker. Wunderbar. Dann futter mal schön. Und mach mal Bobo. Hast du dir verdient. Müssen wir nur gucken, dass wir gleich noch das Silber und das Neutramin reinkriegen. Und Hiroshi, der kann dann mal endlich ein bisschen Medizin herstellen. Moment mal, gab's, mir fällt gerade was ein. Gab es nicht in Bergen auch Silber, was man abbauen konnte? Kalkstein. Ich meine, das gab's doch, oder? Komprimiertes Silber. Nein, nicht komprimiert, aber. Silberader oder so. Müsste ich mal schauen. Dass wir dann nochmal ein bisschen mehr Silber kommen. Was? Eine große Herde Elk wandert durch das Gebiet. Ach so, ja, schön, ihr seid sowieso fast durch. Wunderbar. Dann lassen wir die mal abziehen. Schön, schön, schön. So, Alexei, was machst du gerade? Du mampfst was und dann hockst du dich dahin. Na, was hältst du denn von Neutramin ranholen? Hiroshi, was hältst du davon, wenn du bald mal Medizin herstellst? Weil wir haben nur unsere Kräutermedizin hier. Deswegen mach mal hier ein bisschen Priorität rein. Was? Tango? Oh nein! Einmal bitte priorisieren. Nein! Nummer 60, das ist klar. Jetzt kriegt er aber von allen hier aufs Maul. Kommt schon, verbündet euch, Tiere! Nein! So, Moment, Manu. Einmal bitte Tango retten. Und zwar ganz schnell. Gut, Hirschkuh hat es leider zerrissen. So, Grundlagen für Raumschiffe sind abgeschlossen. So, aber bitte erstmal Tango behandeln. So, dann können wir uns um die Forschung kümmern. So, wir können schon mal einen Antimaterie-Reaktor. Oh, der braucht aber noch. Oh, wir brauchen hier noch so viel. Tiefenscanner. Ja, machen wir den erstmal. Was ruckelt das denn jetzt auf einmal so? Also irgendwie, wenn es regnet, habe ich den Eindruck, dass es ruckelt. Ich weiß jetzt auch nicht, warum es auf einmal kommt. Ob das möglicherweise auch mit dem tollen neuen Windows-Update zusammenhängt. Ja, ihr merkt, ich bin da nicht gerade begeistert von, weil seitdem läuft es weniger rund als noch vor dem Update. Keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt. Ich kann es gerade leider echt nicht sagen. Tut mich sorry. So. Futter mal was, nicht, dass du hier vom Fleisch fällst. So, wo ist Tango? Da ist Tango. Immer noch bewusstlos. Extremer Blutverlust. Oh je. Kannst du da noch... Ja, dann muss ich jetzt leider erstmal erholen. Und passenderweise kommt jetzt auch noch ein Überfall. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob die sofort angreifen. So, Roberti, Super, Jumper, Hiroshi. Auf Kampfstation.
Aber Gott sei Dank greifen die nicht an, während einer noch hier hinten drin hängt. Das wäre mal wieder mies. So, wir machen den Angriff noch. Weil komm, geht erstmal noch eine Runde pennen. So, jetzt starten die ihren Angriff. Da wird schon draufgehauen. So, mit der vereinten Tierpower sollte das klappen. Sehr schön, geht der erste down. Wo willst du hin? Das lässt du mal schön bleiben jetzt. So, wir lassen mal die Tiere frei. Was? Die Verletzung des Gehirns von Yoko hat dazu geführt, dass sie das seltsame Savant-Syndrom entwickelt hat. Oh nein! So. Dann mal bitte dahin. So, jetzt knallt ihn ab. Sehr schön. Das war's. So, du. Rette? Was? Ach, Ratte heißt der. Ja, fang den doch mal bitte. Und wieder geht dieses komische, sinnlose Geruckel los, was ich überhaupt nicht verstehe. So, und schon sieht's wieder anders aus. Toll. So, haben wir noch eine Leiche? Nein, soweit keine. Aber da haben wir noch was zum Einschmelzen, theoretisch. Ach, du bist ja noch im Kampfmodus, entschuldige. Jans vergessen. So, Manu verarztet hier alle. Finde ich gut. Ich schaue es bei dir aus. Okay, nur einen leichten Schnitt. Ein weiterer Großhändler ist da. Das finde ich ja prinzipiell schon mal sehr gut. Dann lassen wir den erstmal rankommen und dann handeln wir gleich noch schnell mit dem. Den Handel würde ich ganz gerne noch machen. Einmal bitte darüber wechseln. So, Jumper hat sich vollständig erholt. So, okay. Hiroshi hat sich vollständig erholt. Super. Wir handeln mal eben schnell mit dem. Wir schauen mal, was die so uns zu Peil zu bieten haben. So, noch mehr Neutramin. Ist schon mal sehr teuer, aber auch sehr gut. Ich wollte gerade sagen, Stoff hatten wir noch. Was, da haben wir gar nicht mehr so viel von. Okay. Dann müssen wir mal schauen, was wir da noch ein bisschen loswerden. Vielleicht noch einige Fälle. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir ja immer relativ leicht dran. Okay. Machen wir so. Da haben wir noch ein bisschen Neutramin dazu bekommen. Ja, komm, machen wir erstmal so. Hauptsache, wir haben das Silber. So, ihr Lieben, jetzt würde ich aber sagen, mache ich mal einen Cut. Beim nächsten Mal werden wir gucken, dass wir mal ein bisschen große Reine machen, weil wir doch wieder ein bisschen Blut vergossen haben. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.